was nicht, oder? Was ist denn da passiert? Das ist okay. Irgendwo kenne ich den. Wir haben ja ihre Überwachungskamera im Raum. Da können wir ja schauen, was passiert ist. Na super, dieser Mr. Bean war da und hat uns das Licht ausgelöscht. Und dafür haben wir jetzt den Teddy. Was sollen wir jetzt machen, wenn wir uns ja rechtzeitig zur Übergabsfeier bringen? Mit Pfadfinder können wir machen. Wir zücken es einfach wieder ab. Nein, stopp, das geht nicht. Das Licht muss den gesamten Weg aus Bethlehem zurücklegen, damit es echt ist. Da können wir nicht einfach Feuerzeug verwenden. Okay. Wir sollen am Gelände vom Feuerwehrausbildungszentrum. Wir können ja schauen, ob es da irgendwo ist, weil die haben gehört, das sollen wir hinter der Übungshalle sehen. Okay, probieren wir es. Hey, Frauen, das ist günstig. Verdammt! Was machen wir jetzt? Vielleicht ist es ja in dem Haus dort hinten. Kommen wir mal schauen. Das Licht ist Mitte November in Bethlehem in der Geburtsgrotte für Jesus entzündet worden. Von einem Mädchen aus Bethlehem, die heißt Maria Curi. Und dann hat es ein Bote bis nach Tel Aviv gebracht. Von dort ist es dann mit den Austrian Airlines mit einer Speziallampe bis zu uns nach Oberösterreich gefahren worden. Von Oberösterreich wird es dann von den Pfadfindern und Pfadfinderinnen in ganz Österreich verteilt. Dann haben wir uns nicht in Oberösterreich. Nicht ganz. Die Salzburger sind mit dem Zug nach Oberösterreich gefahren und haben das Licht nach Salzburg gebracht. Und wir fahren, damit wir weniger weit fahren müssen, mit dem Zug nur nach Salzburg und holen es verdammt. Seit wie viele Jahre wird das Licht jetzt schon verteilt? Seit 1986, also 35 Jahre. Okay, das ist also schon eine echt lange Zeit. Also darf man das jetzt ja auch nicht versauern.
Aber wenn man das nicht eh schon aus Salzburg hat, dann holen wir es halt wieder von Salzburg. Okay, super, das bringt uns jetzt auch nichts mehr. Jetzt müssen wir es wohl doch selber durch Salzburg holen. Komm. Schau, der Tern ist hier gleich an der Bushaltestelle. Kommen wir gleich so. Müssen wir wohl zum Bahnhof laufen. Nicht, wenn wir es denn haben. Die große Übergabefeier mit über 1000 Personen kann dieses Jahr wohl eher nicht stattfinden. Die Übergabefeier findet am 21. Dezember da in Vettel statt. Da wird Friedenslicht an die vier Bezirksleiter der Pfadfinder und der Bezirksjugendreferenten der Feuerwehrjugend bei einer kleinen Übergabefeier übergeben. Hier geben es dann an die Regionalleiter weiter und die verteilen es dann in die einzelnen Gemeinden da Pfadfinder und Pfadfinderinnen und der Jugendfeuerwehr. Und was ist am 24. Dezember? Da finden die Verteilaktionen in den Gemeinden statt. Und Lukas von den Pfadfindern.